Recht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Amen. Herr und Gott, segne du Peter und seine Predigt. Sei du bei ihm und leite ihn. Lass deine Botschaft durch ihn zu uns fließen. Segne auch uns, dass wir die Worte nicht nur hören, sondern auch verstehen. Hören und verstehen, was du Gott uns sagen willst. Amen. Tja, liebe Geschwister, ich muss direkt was vorwegschicken. Als ich dem Axel gesagt habe, da er noch unterwegs ist, zurück aus Finnland, ich würde das heute schon managen mit der Predigt, da ist mir selber nicht direkt bewusst gewesen, dass ich selber erst freitags nachts zu Hause ankommen werde. Insofern ist diese Predigt in ihren ersten Teilen entstanden noch auf dem Vantaa Airport in Helsinki, wo ich gestern Abend noch mit Susanne saß und auf unseren Flug gewartet haben, in dem Hoffen und Bangen, wie es danach weitergeht, weil es herrschte ja Lokführerstreik, also wir sind nach Frankfurt geflogen und wollten von da aus nach Stuttgart zurückfahren, aber da ich jetzt hier stehe, ich bin angekommen. Das ist schon mal sehr schön, das vermerke ich unter den positiven Dingen. Wenn es jetzt irgendwie ein bisschen gestückelt erscheint mit der Predigt, seht es mir einfach nach. Es ist ein bisschen der Zeit geschuldet und der Not. Vielleicht können wir aber auch aus den ein oder anderen Gedanken aus der Not heraus attraktiv empfinden. Und wenn euch irgendwie was unklar ist, dann fragt bitte hinterher, falls ich irgendwie etwas merkwürdig formuliert habe. Und das Nächste mit dieser Predigt ist, Axel hat es ja in der WhatsApp-Gruppe so schön beschrieben, dass ich quasi einen Bericht vom Netzwerktreffen beredige und das mit einem Predigtgedanken verbinden würde. Auch das lässt sich leichter niederschreiben als umsetzen. Was für ein Predigtgedanke passt zu einem Bericht von einem europäischen Netzwerktreffen? Also mein erster Gedanke, man kann den Klassiker nehmen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Das kommt einem ja fast zwangsläufig als erstes in den Sinn und so auch mir. Und das war auch so, als mich am Freitag zum Eröffnungsgottesdienst oder sagen wir mal so eine halbe Stunde vorher der Axel zu mir gesagt hat, Peter, es wäre schön, wenn du nachher das Eröffnungsgebet sprichst. Was ich dann auch getan habe, und da habe ich dann quasi auch an diesen Gedanken angeknüpft, es liegt ja auf der Hand, es treffen sich Leute in Helsinki, die zusammenkommen im Namen Jesu Christi, und es waren immerhin Menschen aus 10 verschiedenen Nationen da, oder 9. Ja. Also es waren auf jeden Fall mehr da als 2 oder 3, Gott sei Dank. Letztlich waren wir über 30 Menschen in Helsinki, und auch einige mehr kamen über das Internet dazu. Und das jetzt nicht auch nur als bloß Zuschauende, sondern, das ermöglicht uns die heutige Technik, sie konnten sich aktiv einbringen. Über zum Teil riesige Distanzen hinweg konnten sie sowohl an Diskussionen als auch an Gottesdiensten
wirklich mitwirken in diesem Sinne des Wortes. Und so durften wir zum Beispiel am Samstagabend und auch am Sonntag jeweils eine wunderbare Predigt von Menschen genießen, die nicht persönlich in Helsinki anwesend waren. Samstagsabends predigte Reverend Lauren Bennett, eine Pastorin der MCC Greater St. Louis aus den USA. Also die kam ganz über den Teich zu uns nach Helsinki. Und am Sonntag erzählte uns Reverend Arno Andreasen etwas etwas, der als Mitwirkender des Netzwerks von LGBTQ+-Christinnen aus Europa und dieser Mensch saß zum Beispiel in Kopenhagen. Zu den Predigten komme ich später noch etwas mehr dazu. Und genau deswegen habe ich auch diesen Gedanken mit den 2 oder 3 schon im Eröffnungsgebet so aufgegriffen und auch diese alternativen Kommunikationsformen mit eingebunden, aus Dankbarkeit. Wie wichtig diese Form des gegenseitigen Austauschs und Gesprächs sein kann, das haben wir ja alle vor einigen Monaten durchaus auch schmerzlich selbst erfahren müssen oder dürfen, als hier mal erstmal gar nichts ging zum Beginn des Lockdowns. Das ist mittlerweile für uns ja alles ein alter Hut. Und dann noch, das war eine der ersten Erfahrungen auf diesem Netzwerktreffen, wir gehören zu den Glücklichen. Denn abgesehen von den Besonderheiten des Lockdowns ist es uns doch recht einfach möglich, unseren Glauben in der Anwesenheit anderer, uns verbundener Personen hier zu leben. Und zwar in der körperlichen Präsenz mit anderen. Wir sitzen jetzt hier, Gott sei Dank. Für andere Menschen sind aber diese digitalen Möglichkeiten überlebenswichtig und das Über habe ich hier unterstrichen. Im buchstäblichen Sinn. Diese Erfahrung konnten wir, für die Präsenzgottesdienste Normalität sind, auf dem Netzwerktreffen machen. Denn präsent waren auch Menschen aus dem osteuropäischen Netzwerk für LGBTQ+-Christinnen. Das leitet der Christian. Manche von euch haben ihn kennengelernt. Bei der diesjährigen CSD war er hier und ist bei der CSD-Demonstration bei ihm mitgelaufen. Der Christian organisiert dieses Netzwerk. Dieses Netzwerk funktioniert ausschließlich digital im Internet, denn viele, die dort teilnehmen, können es sich in ihren Ländern nicht erlauben, sich in körperlicher Präsenz zu treffen. Jedenfalls nicht, um ihren Glauben offen als queere Menschen des gesamten Regenbogenspektrums zu leben. Und damit gerät auch plötzlich die ganze Dramatik von Menschen in den Blick, die sich nicht einfach organisieren können. Für manche Anwesende, Polen oder Estland zum Beispiel, war die Teilnahme an den queeren Präsenzgottesdiensten auf dem Netzwerktreffen eine seltene Ausnahme. Und ich rede hier halt nicht von Wochen, sondern von Monaten oder Jahren. Dieses eine Beispiel mag an Erfahrungen wiedergeben, oder ein Beispiel mag die Erfahrung geben, die Christian mit uns teilte, dass mehrere Menschen erst über und im Rahmen dieser digitalen Zusammenkünfte Mut und das Vertrauen finden konnten, um erstmals gegenüber anderen offen einzugestehen, welchem Geschlecht sie sich eigentlich wirklich zugehörig fühlen oder welchem Geschlecht ihre Liebe und ihre Sehnsucht gilt. Das muss man sich halt einfach mal vorstellen. Diese Menschen leben tatsächlich in der Diaspora und zwar für sich persönlich. Ja. Und ich erwähne das deswegen, weil wir diese Erfahrungen dann am Ende des Netzwerktreffens, ich springe mal so ein bisschen hin und her, in konkrete Taten münden sollten. Mit der Kollekte des Netzwerktreffens möchten wir nämlich einen Fonds schaffen, aus dem heraus solche Netzwerke unterstützt werden sollen. Und sei es nur zum Beispiel, dass wir die Gebühren für eine Konferenzsoftware übernehmen, damit solche überlebenswichtigen Versuche, Netzwerke zu bilden, Gemeinschaft zu leben, nicht bereits am allernötigsten scheitern. Und so ist der oben genannte Gedanke der Gemeinschaft vielleicht doch ein guter Predigtgedanke für einen Bericht übers Netzwerktreffen. Aber bei näherem Nachdenken blieb er mir dann etwas zu sehr an der Oberfläche. Was bedeutet es, in Gemeinschaft zu sein oder besser, in Gemeinschaft mit Christus zu sein? Eine lebendige christliche Gemeinschaft zu sein. Das ist ja nun auch eine Frage, die uns als Gemeinde hier in Stuttgart trifft. Und damit bin ich bei der heutigen Lesung. Wir haben es vorhin gehört. Jetzt mag sich dabei der Predigttext zunächst am Anfang etwas merkwürdig anhören, wenn da von Ermahnen und Zurechtweisen der Nachlässigen die Rede ist. Das sind also für mich persönlich so Signalwörter, wo ich erstmal so ein bisschen zurückzucke. Ja? Zurückzucke dahingehend, dass ja die Erfahrung dieser Kirche und anderer Kirchen zeigt, dass man damit auch durchaus
wie soll ich es nennen, Druck aufgebaut hat auf die Gläubigen, ja bloß rechtgläubig zu sein, um es mal so zu sagen. Man könnte es auch Unterdrückungssysteme nennen, sagen wir es beim Wort. Aber, und da müssen wir eben den ganzen Text sehen, und da kommt wesentlich auch in den Blick, dass wir die Aufforderung haben, Trost zu spenden, Unterstützung zu gewähren, dem Guten nachzujagen, und zwar nicht nur für uns selbst, sondern für einander und für jedermann. Dann bin ich, nach meiner Erfahrung, ganz nah beim Netzwerktreffen und beim aktiven Gemeindeleben. Es geht in meinen Augen um etwas, das im Englischen gern mit Empowerment beschrieben wird. Wörtlich zu Deutsch ermächtigen. Jetzt ist Macht auch so ein zwiespältiges Wort, ein problematisches unter Umständen. Aber bei dem Ermächtigen geht es nicht um Machtausübung, sondern um Machtweitergabe. Ermächtigen kann ich, meine persönliche Auffassung, rein sprachlich bereits nur andere. Eine andere Personengruppe und nicht mich selbst. Es geht darum, meinem Gegenüber eine eigene Mächtigkeit in die Hand zu geben, um selbst Gutes wirken zu können, um fröhlich zu sein, um selbst, wie wir es im Text gehört haben, prüfen zu können, was gut ist, das ich für mich behalten kann und mich zu entfalten. Und dazu, und jetzt komme ich zurück zum Netzwerktreffen, kann dann durchaus auch mal eine gewisse kräftige Ermahnung gehören oder kräftige Hinweise. Wie zum Beispiel im Workshop von Dr. David Williams. Er ist Reverend einer MCC-Gemeinde in New York oder New Jersey. Sorry, David, ich weiß es jetzt nicht so genau. Und er ist im Weltbund zuständig für Gesundheit und HIV/AIDS. Also Dr. Williams ist tatsächlich Doktor, der ist Arzt in einem Krankenhaus. Und David berichtete über steigende Infektionszahlen bei HIV und AIDS auch in unseren Industrieländern, wo man eigentlich sagen müsste, wir hätten uns über diese Krankheit bereits weitgehend aufgeklärt. Und eine zunehmende Nachlässigkeit, aber auch, welche neuen Methoden und Erkenntnisse es gibt, auch im Hinblick darauf, wie man sich und andere schützen kann. Und auch, sehr interessant, dass nicht jede Person, die das Virus in sich trägt, wirklich ansteckend ist. Sogenannte nicht nachweisbare können das Virus nicht weitergeben, selbst wenn man ungeschützten Sexualverkehr mit diesen Personen hat. Und das ist für mich zum Beispiel Empowerment im besten Sinne, denn mit dem Wissen um den eigenen und fremden Schutz geht es dabei wesentlich auch immer darum, der noch immer vorhandenen Stigmatisierung betroffener Personen entgegenzuwirken. Und so sind Wissen und Erfahrungsaustausch eine gute Grundlage eines gegenseitigen Ermächtigens. Sie können etwas bewirken, was ein Grundthema christlicher Gemeinschaft sein sollte, nämlich Hoffnung, Leben und Wecken. Und das sollte man nicht lediglich abstrakt sehen, sondern vor allem auch auf konkrete Gegebenheiten oder Situationen beziehen, mit denen wir konfrontiert sind. Hier kann man zum Beispiel wieder auf die Geschwister in Osteuropa verweisen, aber auch ein anderes zentrales Thema in den Blick nehmen, mit dem sich ein anderer Workshop beschäftigt hat, geleitet von einer Pfarrerin der Lutherischen Kirche Finnlands. Was sehr schön war, dass die bei uns ist, weil die Lutherische Kirche Finnlands ist jetzt nicht unbedingt so die liberalste einer. Es ging darum, welchen Beitrag kann Kirche im Allgemeinen im Rahmen der Bekämpfung von Klimakrise und Umweltproblemen leisten. Nach dem Austausch unserer Gedanken, in denen sich auch die Erfahrungen und Befürchtungen der verschiedenen Menschen aus ihren verschiedenen Kultur- und Wirtschaftskreisen zeigten, und das ist ja immer das Interessante bei solchen Netzwerktreffen, dass man auch mal andere Sichtweisen hört. Wie geht es denen im Süden? Wie geht es denen in England? Wie geht es denen in Finnland mit diesem Thema? Letztendlich hat es sich dann aber doch auf alles, auf eins zurückgezogen oder zurückziehen lassen. Es kommt auf das Verhalten aller Menschen an, also von uns. Jetzt könnte man sagen, gut, das ist jetzt wirklich keine neue Erkenntnis, dafür bräuchte man nicht extra zum Netzwerktreffen zu fahren. Was ich aber mitgenommen habe, und das war für mich ein neuer Gedanke, dabei geht es ja in aller Regel immer um das Thema Geh- und oder Verbote, von denen die Rede ist. Aber es ist wenig von Hoffnung die Rede, dass eine Wende zum Besseren auch möglich ist. Was kann ich alleine schon tun? Das ist ein Satz,
den Finninnen genauso aussprechen wie Engländer oder Deutsche. Oder das bisschen, was ich machen kann, hat doch eh keinen Effekt. Solche Gedanken, mit denen sind wir immer wieder konfrontiert. Hier kann es gerade die Hoffnung sein, die wir vermitteln sollen, um eine entscheidende Wende in diesem Denken zu bewirken. Was ich tue, ist relevant. Es kommt auch auf mich an. Ich trage mit meinem verantwortlichen Verhalten für das Wohl der Gemeinschaft aller bei. Diese Gedanken ließen sich dann letztendlich auch in der Predigt finden, die wir samstags abends von Lauren Bennett, das ist der Pastorin aus Greater St. Louis, gehört haben. Auch die hatte sich in ihrem Predigt zunächst mal mit einem eher problematischen Thema auseinandergesetzt oder einem problematischen Predigttext. Dieses Thema Gehorsam gegenüber Gott und den Gesetzen und Geboten. Auch das können Alarmwörter sein, weil ja auch damit Unterdrückungssysteme geschaffen worden sind in der zurückliegenden kirchlichen Historie. Und Lauren wies zu Recht darauf hin, dass wir aber dennoch oder gerade deshalb diese nicht einfach ignorieren oder wegwischen können. Wir können und dürfen aber, das wollte ich sagen, aber wir können und dürfen uns Gedanken machen, wie die Gebote gemeint sind. Und dazu sollten wir uns, so Lauren, auf den Anfang besinnen, wonach wir als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. Jede und jeder von uns in seinem ganzen eigenen Sein und Werden. Und sie fragt auch, ob nicht jeder von uns letztlich ein Tempel ist, in dem Gott wohnt. Nach unserem heutigen Predigttext soll es ja Gott selbst sein, der unseren Geist, Seele und Körper heiligen soll. Und so ist es, so in der Predigt von Lauren weiter, nicht auch so, dass Jesus das Gebot, Gott von ganzem Herzen zu lieben, in Beziehung setzt zu dem, dass wir den Mitmenschen lieben sollen wie uns selbst? Wenn wir das Liebesgebot so interpretieren, dann kommen wir dahin, dass wir einander eben nicht Böses wollen, dass wir keinen Geist auslöschen, sondern für einander und jedermann dem Gut nachjagen. Und dieses Gebot, so der Predigttext vom letzten Samstag, ist uns eben ganz nah. Es muss nicht erst vom Himmel heruntergeholt werden. Wer es nachlesen will, es war 5. Mose 30, 11 bis 14. Was wir aus dieser Predigt von Lauren weiter mitnehmen könnten oder können, oder ich zumindest mitgenommen habe, damit jede einzelne Person in der Gemeinschaft und die Gemeinschaft ihrerseits positiv wirken kann, bedarf es der liebenden Wahrnehmung. Und die hat zwei Aspekte. Zur liebenden Wahrnehmung gehört einmal die Wahrnehmung des Gegenüber, genauso wie die liebende Wahrnehmung der eigenen Person in unserer Ganzheit, unserer jeweiligen Gottgeschaffenheit. Und auch wenn sie jenseits von dem ist, was gemeinhin der Mainstream vielleicht als perfekt bezeichnet, bei Gott sind wir perfekt oder ein besseres Wort nach meinem Geschmack wäre ganz, ganzheitlich. Das hat zum Beispiel die finnische Pastorin Tarja in einer bewegenden Predigt über die Beziehung zwischen Jesus und dem Jünger Thomas, der an der Auferstehung zweifelt, bis er in den Wunden von Jesus herumrührt, herausgearbeitet. Das war die Predigt freitags. Jesus ist eben nicht mit einem perfekt körperlich unversehrten Körper auferstanden, sondern mit den Mundmalen von Folter und Hinrichtung. Jesus hat das angenommen. Deshalb konnte er sie dem zweifelnden Thomas auch darbieten, konnte sich berühren lassen. Und gerade durch diese Akzeptanz der eigenen Versehrtheit bei Thomas, der, wenn man es genau betrachtet, ja eigentlich übergriffig ist, darf ich mal da reinfassen, etwas bewirkt hat, was man als Wachstumsprozess begreifen kann. Auf der anderen Seite, und das fand ich auch spannend von Tarja, sollte man der Fairness halber auch den Blick dafür verlieren, dass Thomas auch zu sich gestanden ist, zu seinen Zweifeln. Er hat sich nicht direkt in den Jubelchor der anderen eingereiht, was vielleicht ein bisschen einfacher gewesen wäre, weil wenn schon alle jubeln in der Gemeinschaft, dann jubel ich doch einfach mit, habe ich keine Diskussionen zu führen. Doch
Das hat er nicht gemacht. Er hat sich dem gestellt. Er hat seinen Zweifeln Ausdruck gegeben. Und genau nur dadurch, dass er dazu stand, zu diesen Zweifeln, konnte er ja in ihm ganz eigene Beziehungen mit Jesus treten, die nur er und Jesus haben. Um den Preis und den zweifelhaften Ruhm für die nächsten Jahrhunderte als Zweifler verspottet zu werden. Dieses Akzeptieren der eigenen Gottgeschaffenheit ist also alles andere als eine kleine Sache. Es hört sich manchmal so einfach und selbstverständlich an, aber wie ich bereits oben von den Menschen des Osteuropa-Netzwerks berichtet habe, es kann ein langwieriger, schwieriger oder gar schmerzhafter Prozess sein. Insbesondere, wenn die unmittelbare Umgebung oder das unmittelbare Umfeld feindlich auf die eigene Wahrheit reagiert. Und zur Wahrheit dieser Predigt gehört natürlich auch, dass die meisten von euch, die mir jetzt zuhören, viel besser nachvollziehen oder verstehen können, um was es da geht, als ich selbst. Und trotzdem, diese Erkenntnis für mich persönlich, also auch als jemand, der weniger Kämpfe in seinem Leben wahrscheinlich austragen musste als manche andere, ist so eine Wahrnehmung essentiell. In der Erkenntnis meiner eigenen Person und insbesondere in der Erkenntnis der Person mir gegenüber. Und deshalb bin ich so unglaublich dankbar für die Gemeinschaft und den Austausch, den einerseits solche Netzwerke mir bieten und auch andererseits diese Gemeinde mir bietet. Und dabei spielen aber nicht nur der Austausch von den teilweise dramatischen Erfahrungsberichten oder irgendwelchen schönen queeren Liturgien eine Rolle, sondern es geht natürlich bei so einem Netzwerk auch einfach um das Beisammensein. Das Gespräch am Abend, das gemeinsame Essen, eine Einladung zum Pilze sammeln haben wir in der Woche danach noch erhalten, gemeinsames Erkunden neuer Orte, die so unglaublich wichtig sind. Wie auch hier in der Gemeinde, wo es so unglaublich wichtig ist, ab und zu einfach mal Steine in den Garten zusammenzutragen, damit daraus ein Fundament für eine Schildkrötengehege werden kann. Und ich hoffe, dass mich das wachsen lässt und dass ich davon etwas zurückgeben kann an die Gemeinschaft. Das wäre mein Gebet. Was aus diesem Empowerment Gutes erwachsen kann, konnte beim Netzwerktreffen und später bei einem Besuch in Helsinki mehrfach ganz real erfahren werden. Also als erstes Maja, eine Finnin in der dortigen Gemeinde, die jetzt nicht wirklich erfahren damit ist, vor einem größeren Publikum zu sprechen, hat eine ganz wunderbare Liturgie am Samstag gefeiert und hat darin auch orthodoxe Gebete einfließen lassen, sehr ansprechende orthodoxe Gebete. Deswegen habe ich übrigens hier auch zwei Bilder hingestellt. Das war nämlich ein orthodoxes Kulturzentrum, in dem wir waren. Die anfänglich schrägen Blicke haben sich tatsächlich relativ zügig gewandelt in absolute Freundlichkeit und Zuvorkommenheit. Ich habe mich da wirklich gut aufgehoben gefühlt. Also das war wirklich toll dort. Was Maja auch noch gemacht hat, zusammen mit Halviki, zwei Finninnen, sie haben über eine finnische Künstlerin berichtet, Tove Jansson. Die hat als lesbische Person in einer Zeit gelebt, die in einem erzkonservativen, lutherischen Finnland alles andere als freudvoll für queere Personen war. Und dann noch hat sie bezaubernde Comics und Bücher geschrieben, unter anderem die Mumins. Hier unten habt ihr eine Tasche, da drüben stehen ein paar Bücher. Die sind heute quasi Nationalsymbol. Du wirst uns nachher noch 2-3 Minuten über den Workshop berichten. Das ist es einfach wert. Ich war leider selber nicht da, ich war bei David und habe mir was über HIV angehört. Wir hatten eine ganz spontane Stadt, also so spontan war sie nicht, aber sie war von kurzer Hand vorbereitet, eine ganz spontane Stadtführung am Montag nach dem Netzwerktreffen von Talfiki, die uns durch Helsinki geführt hat und uns mal so ein paar schöne Orte gezeigt hat. Und zum anderen durften wir zu unserer großen, großen Freude letzten Samstag Taria, die über Jesus und den Zweifler Thomas gepredigt hat, aus Helsinki ganz förmlich in einem Ordination, letzten Sonntag, letzten Sonntag, ganz förmlich in einem Ordinationsgottesdienst in den Pfarrerinnenstand erheben. Axel und David haben eine wirklich bewegende Zeremonie geleitet und mit Taria hat unsere Geschwistergemeinde Eleve Vesi, zu Deutsch lebendiges Wasser, aus Helsinki jetzt endlich eine echte Pastorin. Und wir in Europa auch eine Pastorin mehr. Das ist super.
Das dazu. Und um langsam zu Ende zu kommen, muss ich dann doch noch einen anderen Aspekt ansprechen, der mit dem Netzwerktreffen verbunden war. Einen sehr landestypischen Aspekt, und da spielt auch Tarja wieder eine Rolle, die hat nämlich den Workshop geleitet. Diese Wahrnehmung des ganzen Sein, das findet in Finnland einen speziellen Ausdruck, nämlich in der Sauna. Also diese absolute körperliche Wahrnehmung von Hitze, darüber hat die etwas erzählt, dass es nämlich auch für die Finninnen durchaus eine spirituelle Komponente hat, diese Tradition der Sauna. Das hat wirklich etwas mit Reinigung, nicht nur mit Entspannung, sondern wirklich auch für die was mit Reinigung von Körper und Geist zu tun. Man geht zusammen in die Sauna, auch Geschäftsleute gehen zusammen in die Sauna. Sie sprechen nicht in der Sauna, das macht man nicht, aber einfach dieses gemeinsame Erlebnis ist für Finnen ganz wichtig. Moderne Wohnungen haben häufig ihre eigene Sauna drin. Und was sehr schön war, ist, dass wir diese körperlich-sinnliche Erfahrung auch selber machen durften. Also ein paar hatten die Gelegenheit, dann tatsächlich in die Strandsauna zu gehen. Das war sehr schön, mit anschließendem Sprung in die Baltische See. Bei 16 Grad ein wirklich körperlich erfrischendes Erlebnis, muss ich sagen. Das war sehr gut. Und als guter Schluss, Südfinnland ist fantastisch. Es ist eine wirklich großartige Natur, diese Küstenlinie mit diesen vielen Inseln. Rainer nickt ganz heftig, diese Kiefern- und Birkenwälder, diese Felsen im Wasser, eine wirklich interessante Stadt Helsinki. Wenn ihr mal irgendwann die Gelegenheit habt oder sonst nicht wisst, wo ihr hinfliegen sollt oder hinreisen sollt, ich kann Südfinnland nur empfehlen. Und damit, liebe Geschwister, ja, aber der Gott des Friedens heilige euch durch und durch, bewahren euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Amen. Und jetzt kommst du noch mit Tove Johansson. Also das hatte Peter zu mir ganz kurzfristig gesagt, also richtig vorbereiten konnte ich mich da nicht drauf. Ist schön, dass Peter jetzt erzählt hat von den Workshops, die ich dann nicht gemacht habe, weil parallel andere waren und die etwas, ich weiß nur, etwas leichter waren als das. Also ich weiß nicht, ob ihr die Mumins kennt. Das gibt es eine Zeichentrickserie. Ich habe es die letzten Jahre gar nicht mehr gesehen. Gibt es Mumin Papa, Mumin Mama und Umumintroll und eben die anderen kleinen Mi und wie sie alle heißen. Ich habe mir das Programm angeguckt und habe gedacht, mache ich das eine oder mache ich, was haben Mumins denn überhaupt mit NCC zu tun? Ja? Ich wusste das ja auch alles nicht. Und die haben das so wunderbar gemacht, diesen Workshop. Wegen Urheberrechte konnten sie keine Fotos aus dem Internet nehmen. Die haben einen Haufen Bücher, wie zum Beispiel das hier, gekauft und haben die dann anschließend, weil man es ja nicht lesen konnte, alle verschenkt. Und haben sich ganz viel Mühe gemacht, zu erklären, was denn mit diesem Mumin Valley und auch mit der Tove Johansson, was da war. Also die Tove Johansson, das hast du schon gesagt, Peter, war lesbisch und in der Zeit war das ja verboten, ne? Es war illegal und sie hatte dann aber eine Partnerin gefunden und sie sind sehr lange zusammengeblieben. Also ich gebe jetzt keine Daten, weil ich konnte es nicht mehr nachlesen, aber so richtig gefunden die zwei. Und die hatten eine ganze Zeit lang zwei Dachgeschosswohnungen, weil zusammenleben durften sie nicht. Und diese Dachgeschosswohnungen waren mit einem Gang verbunden. Ja? Alle wussten es, es war nicht legal, aber es war für alle auch in Ordnung. Und auch in der Nachkriegszeit, da entstanden dann eben die Kinderromane, Mumin Valley im Grunde.
Das sind ja drüben auch Bücher. Und das sind verschiedene Figuren. Wichtig ist, es gibt Mumin-Papa und es gibt Mumin-Mama und es gibt ein Kind von ihnen, das ist Mumin-Troll. Und die wohnen im Mumin-Haus. Und in Mumin Valley kommen immer wieder Freunde, Leute dort an. Und die werden immer freundlich aufgenommen. Egal, es sind keine Mumins. Die sehen anders aus. Ja? Da gibt es Snufkin und Snuffin oder wie die alle heißen. Und Little Mai und dann noch zwei andere, die sogar eine andere Sprache sprechen. Ja? Und die werden alle aufgenommen im Muminhaus. Die sind dort offen. Wenn jemand Neues kommt, dann baut Mumin Papa ein Bett und Mumin Mama legt auf dem gemeinsamen Tisch ein neues Gedeck auf. Sie werden alle offen aufgenommen und da gibt es auch ein paar Charaktere, die sind ziemlich miesepederisch, also einen auf jeden Fall. Und Little Me oder Little Mai ist eigentlich immer nur so ein kleines giftiges Mädchen. Ja? Die ist immer am Kreischen und am Brüllen und alles ist immer gegen sie. Aber alle sind in diesem Haus als Gemeinschaft. Und das ist für mich dann eben wirklich die Darstellung MCC. Ja, jeder darf so sein, wie er ist. Er ist in der Gemeinschaft mit drin. Und ich glaube, ihre ganzen Erfahrungen und auch die Menschen, die ihr begegnet sind und die auch wertvoll sind, egal auch wenn sie vielleicht einen etwas schwierigen Charakter haben, die sind alle in diesen Geschichten mit drin. Und das war ein wunderbarer Workshop. Und der zweite Workshop, den ich gemacht habe, das war auch was Leichtes in dem Sinn, körperlich etwas schwierig. Ich habe mich auch verletzt. Einen Glaubensanhänger filzen. Ja? Also in diesem Filzwerk-Workshop waren wir bis auf eine Person oder zwei Personen, die den Workshop geleitet haben, die waren wir deutsch. Ja? Also das Filzen hat uns alle angeregt. Waren Deutsche und die Finnin, die das gemacht hat, die Namen konnte ich mir nicht so merken. Lena. Die konnte nicht gut Englisch und die war unheimlich aufgeregt und die hat das aber durchgezogen, also wirklich mit viel Liebe und Energie und wir haben ganz tolle Sachen gemacht. Also es war die Farbauswahl. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Regenbogen, gell? Also Regenbogen, so rum, ne? Also rot. Rüber. Und es hat dann auch eine symbolische Komponente. Also ich habe von oben ja, gefilzt, angefangen, ist noch wunderbar, ne? Alles schön linienförmig, einigermaßen wenigstens. Aber hinten zeigt sich das Leben. Ja? Es ist nämlich alles schön vermischt, so wie es eben auch sein soll. Genau, das jetzt von mir. Nun zur Kollekte, wie bei jedem Gottesdienst. Ihr wisst das alles schon, aber ich erwähne es trotzdem. Unsere Gemeinde finanziert sich allein über Spenden und lebt von eurer Großzügigkeit. Deshalb steht am Ausgang ein brauner Krug für hier und jetzt und es gibt auch noch unser Bankkonto. Danke Gott. Nichts kann uns von deiner Liebe trennen. Du lässt uns nie allein. Danke für die Kollekte, die Geldspenden. Danke einfach für alles das, was du uns schenkst. Danke für die Menschen, die uns helfen, begleiten, uns einfach gut tun. Danke für diese Gemeinde, die uns Gemeinschaft, Halt und Unterstützung gibt. Und für die Gemeinde der Steckfeldkirche, die uns hier Gottesdienst feiern lässt.
Danke, Herr, für die vielen Begabungen unserer Geschwister und ihren Einsatz. Danke, Herr, auch für alle, die an unserem Gottesdienst hier teilnehmen oder über YouTube und damit zeigen, dass unsere Gemeinde richtig und wichtig ist. Herr und Gott, wir bitten dich für Martin Wolf und alle anderen Kranken. Wir bitten dich für alle Menschen in Afghanistan, für ihr Leben dort und für die, die ausreisen konnten. Wir bitten dich für alle, die Not leiden und die, die es einfach schwer in ihrem Leben haben. Herr und Gott, schenke du den Einsamen Gemeinschaft, den Traurigen Trost, den Geängstigten Freiheit, den Schuldigen Vergebung und den Sterbenden Hoffnung auf das Leben bei dir. Ich lade euch nun ein, gemeinsam das Vaterunser zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist gute Tradition der Kirche, dass wir uns, bevor wir an den Tisch Gottes treten, noch einmal Zeit nehmen, auf unser Leben zu blicken. Als Menschen machen wir oft die Erfahrung, dass unser Leben nicht so ist, wie es sein soll oder wie wir es gerne hätten. Wir sagen und tun Dinge, die besser ungesagt und ungetan geblieben wären, oder wir versäumen das zu tun, was getan werden soll. Das Bekenntnis der Schuld, die Buße, ist die Zeit, wo wir im Vertrauen auf die Liebe Gottes in der Stille alles vor Gott bringen können, was uns belastet und niederdrückt. Lasst uns still werden und bekennen. Vertrauen auf Jesus Christus, der uns alle am Kreuz erlöst hat, und im Wissen um die Barmherzigkeit Gottes, die größer ist als alle menschliche Vernunft, sage ich euch, eure Sünden sind euch vergeben. Beginnt ein neues Leben im Licht Gottes und in der Liebe Jesu Christi. Amen. In den Metropolitan Community Churches auf der ganzen Welt feiern wir ein offenes Abendmahl, und damit meinen wir, dass jede und jeder eingeladen ist, dieses Fest mitzufeiern, denn es ist nicht unser Fest, es ist das Fest Gottes und Gott lädt ein. Und wer diese Einladung hört und Gott und Jesus Christus in Brot und in der Frucht des Weinstockes begegnen will, ist dazu herzlich eingeladen. Und wenn wir nachher das Abendmahl feiern, dann werden wir hier einen Kreis bilden. Bitte auf die Abstände achten. Wir werden herumgehen und kleine Muffinförmchen verteilen, in denen ihr eine Hostie und eine Weintraube findet. Und so können wir Leib und Blut Jesu Christi, Kelch des Heils, Brot des Lebens miteinander konsumieren. Lasst uns beten. Guter Gott, hab Dank dafür, dass wir deine heilsame Nähe spüren. Hab Dank dafür,
dass wir deine belebende Liebe sicher sein können. Hab Dank für deine stärkende Güte. Denn so wirkst du, du, die Mutter des Himmels und der Erde, und so bist du mitten unter uns. Wenn wir nun das Brot des Lebens essen und aus dem Kelch des Heils trinken, verbunden durch deine heilige Geisteskraft untereinander, mit dir und mit allem, was lebt. Amen. Und so erinnern wir uns, unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten wurde und in der er alleine am Berg Gethsemane betete. Davor hat er Fest gefeiert mit denen, die ihn später verlassen haben. Und er saß zu Tisch und er nahm das Brot und er dankte. Und er brach's. Und er gab es den Seinen und sprach: Nehmt hin und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl. Er dankte, er gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Solches tut, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Lasst uns daher, Jesus Christus, die Wirklichkeit unseres Lebens werden und das Geheimnis und das Wunder unseres Glaubens bekennen. Christus ist gestorben, Christus ist auferstanden, Christus wird wiederkommen. Und er ist jetzt mitten unter uns. Dessen sind wir gewiss. Guter Gott, stärke du nun uns durch deinen Heiligen Geist. Lass deinen Heiligen Geist dieses Brot und diesen Kelch segnen, auf dass es Kelch des Lebens und Brot des Heils für uns wird. Mach, dass dieses Brot und dieser Kelch uns stärken. Stärken in der Gewissheit, deine Liebe gewiss zu sein. Stärken in der Gemeinschaft aller Christen. Zueinander, untereinander und vor allem diejenigen, die verfolgt werden. Amen. So kommt. Denn es ist alles bereit. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Ja, unser Gottesdienst ist jetzt schon wieder am Ende angekommen. Lass uns nun zum Schluss unter den Segen Gottes stellen.
Seid gesegnet, dass die Sonne euer Gesicht erwärmt und nicht verbrennt. Dass vor allem Tückischem und Bösem ihr bewahrt bleibt. Und dass Friede und Freude euch begleitet alle Tage eures Lebens. Der Herr segne und behüte dich. Sieh, lasse ihr Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen und ihren unvergleichlichen Frieden. Amen.